Neben mir ist Markus Ferber, Europaabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung. Herr Ferber, zur Europawahl gab es ja dieses legendäre Rezo-Video, die Zerstörung der CDU, wo die klassischen Volksparteien ja keine richtige Antwort drauf hatten. Das nächste ist ja die Kommunalwahl in Bayern. Wie weit ist Social Media wichtig für die Kommunalwahl im Freistaat? Ich denke, Social Media ist grundsätzlich wichtig. Ein Bürgermeisterkandidat, eine Stadtratsfraktion, eine Gemeindefraktion sollte in den sozialen Netzwerken auch unterwegs sein. Man soll auch nicht frustriert sein. In nicht jedem Dorf hat man dann gleich 2.000, 3.000, 4.000 Follower. Auch da sollte man ehrlich sein. Aber es gehört heute selbstverständlich mit dazu, auch über die sozialen Netzwerke zu arbeiten. Je größer die Kommune, umso wichtiger ist es auch. Ich glaube, das ist unbestritten. Es nicht mehr zu tun, geht nicht. Aber wer meint, nur darüber Wahlen zu gewinnen, liegt genauso falsch. Mhm. Zu Rezo nur einen Satz. In einer pluralen Gesellschaft zerstört man keine Parteien. Man hat eine andere Meinung wie vielleicht die Union. Und die kann man als Rezo auch haben. Wir sind eine plurale Gesellschaft. Aber man spricht dem anderen nicht das Recht auf eine eigene Meinung ab oder fordert gar zu deren Zerstörung auf. Das hat mich wirklich stark betroffen gemacht. Das gehört nicht in den Diskurs einer pluralen Gesellschaft. Jetzt sind wir ja heute auf einer Veranstaltung der Seidel-Stiftung zum Thema Bürgerdialog, Bürgerkommunikation. Wie wichtig ist diese Kommunikation für den Bürger? Natürlich auf kommunaler Ebene ausschlaggebend, oder? Da spielt die Partei nicht unbedingt die führende Rolle. Wichtig ist, glaube ich, die Persönlichkeit. Also ich denke, gerade die kommunale Ebene zeichnet sich ja durch die ganz enge Nähe zwischen den Vertretern im Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern ab. Ich selber habe auch meine ersten politischen Gehversuche auf kommunaler Ebene als Stadtrat in Bobingen gemacht. Und da kann man nicht sagen, ich klinke mich da einfach aus dem Vereins-, aus dem Gesellschaftsleben aus, sondern man wird natürlich auch dauernd angesprochen und erlebt unmittelbar auch ein Feedback für das, was entschieden wurde, kriegt aber auch Hinweise für das, was zur Entscheidung ansteht. Und das war natürlich die höchste Form der Interaktion, die man machen kann. Ich leide jetzt als Europaabgeordneter schon darunter, dass die Distanz nicht nur räumlich, weil ich ja viel in Brüssel, in Straßburg sein muss, um dort etwas zu entscheiden, zu bewegen, zu verhandeln, dass diese Distanz ja auch im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern da ist. Um das zu überwinden, da bedarf es halt auch heute der Kommunikationstechnologien, der Social Medias, um das zu tun. Darum gilt es für alle politischen Ebenen, man muss heute auch im Netz präsent sein. Sie sind ja auch stellvertretender Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung. Das ist ja dann auch eine Aufgabe der politischen Bildung. Ja, natürlich. Es geht ja um verschiedene Kompetenzen. Nicht nur, wie präsentiere ich mich, sondern wie gehe ich auch mit Kritik um. Wie gehe ich damit um, was andere dann auf meine Seite schreiben, kommentieren. Im Netz ist ja doch die Art des Umgangs anders als im persönlichen Gespräch. Ich sage es mal sehr abstrakt. Also muss man auch manches schlucken, manches ertragen, was man in der Face-to-Face-Kommunikation eigentlich nicht sagen würde oder auch nicht sich anhören muss. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch Kompetenz dafür zu entwickeln, wie spreche ich meine Wählerinnen und Wähler, wie spreche ich den Bürger auch so an, dass er sich angesprochen fühlt, nur präsent zu sein und immer mein Lieblingsessen nur reinzustellen, dann weiß der Bürger vielleicht gerne genau, was ich esse, aber er hat noch keine politische Aussage. Und da die Balance zu finden zwischen reiner Selbstdarstellung und wie viel Privates lasse ich auch zu, das ist eigentlich die andere Form der Kompetenz, die man auch lernen muss. Da sind wir im Grunde ja immer am Lernen. Es ist ja nicht so, dass wir das beigebracht bekommen haben. Auch Sie haben ja Ihre Erfahrungen gemacht. Sie mussten es auch lernen und lernen ja täglich weiter, oder? Ja, natürlich muss man es lernen. Man schaut sich natürlich auch erfolgreiche Seiten an. Barack Obama war mal so ein Trendsetter. Mhm. Wie mache ich Fotos? Mhm. Ja, also wie dieses, ich erhasche einen Blick in das Leben des Präsidenten, hat er ja in einer Perfektion gemacht, wie es keiner bis dato hinbekommen hat. Da haben wir alle davon gelernt, Fotos ganz anders zu machen. Das andere ist Twitter. Mhm. Ja, wir erleben jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der die Welt über einen Tweet aus den Angeln heben kann. Richtig. Und auch das ist natürlich eine Frage, die einen umtreibt, weil wir eigentlich gedacht haben, eine entwickelte Demokratie wie die Amerikaner mit Check and Balances, mit einem starken Parlament, mit einer starken Administration, da kann nicht ein Präsident plötzlich mit einem Tweet die Welt aus den Angeln heben und es geht trotzdem. Mhm. Auch das sind ganz neue Lernkurven und zeigt aber auch die Verantwortung, die man da hat. Und insofern ist nicht nur
in dem Bereich, das gilt ja für alle Bereiche, lebenslanges Lernen angesagt. Herr Trump hat ja die klassischen Massenmedien, CNN, Washington Post übersprungen. Er wendet sich ja direkt an seine Follower. Wie ist das in Deutschland? Soweit sind wir ja noch lange nicht. Die Massenmedien spielen ja in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle und für den kommunalen, die regionalen Zeitungsverlage. Ja, natürlich sind wir da Gott sei Dank noch nicht und wir werden auch nie so weit kommen wie die Amerikaner. Amerikanische Parteien verfügen ja über sehr detaillierte Informationen ihrer Wählerschaft, bekommen auch von Behörden Informationen über Soziostrukturen in Wohngegenden. Die können wirklich Haus für Haus... Cambridge Analytica als Stichwort, ja. Als Klassiker, was bei uns ja alles nicht gestattet ist, ist dort in den USA seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe. Die wissen wirklich hausgenau, wo sitzen ihre Wähler und die können sie damit an anderen Medien vorbei auch informieren. Amerika ist auch, was die Liberalisierung des Fernsehwesens betrifft und viele andere Dinge, immer weiterentwickelt gewesen als wir. Insofern können wir da in ein paar Abgründe schon reinschauen, die wir hoffentlich in Europa nicht erleben. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir noch ein paar Informationskanäle haben, wo halt über Redaktionen sichergestellt wird, dass auch noch abgeklopft wird, ist das alles noch plausibel, was da auch von Politikern gesagt wird, oder muss man vielleicht mal in einem Kommentar auch darstellen, da redet einer wirklich weit, weit weg von den Fakten. Ich bin immer noch einer, der groß geworden ist, die Fakten sollten schon stimmen und dann macht man Politik. Mhm. Damit kommen wir eigentlich zum Schlussthema, eben Medienkompetenz. Nicht nur die Schule muss vermitteln, sondern die Eltern müssen vermitteln, die Gesellschaft muss vermitteln. Ja, das gilt aber für alle Bereiche. Ich denke, das ist nicht nur für Social Media das Thema. Es ist das grundsätzliche Thema, was kriegen wir an Rüstzeug mit, um in einer sehr komplexen Welt auch bestehen zu können. Wie kann ich als Einzelner, der nur einen bestimmten Aufnahmefähigkeit auch hat zu Informationen, am Ende eine kluge Entscheidung treffen. Wir leben in einer Welt, wo jeder in seinem Bereich lernt, sie ist hochkomplex. Ja, egal wo man beruflich ist, man lebt in einer hochkomplexen Welt. Auf der anderen Seite will man an anderen Themen, die einen nicht unmittelbar betreffen, einfache Antworten. Richtig. Und diesen Widerspruch aufzulösen, das ist ganz schwierig. Es bedarf auch der Bereitschaft der Menschen, dann sich auch mit anderen komplexen Dingen zu beschäftigen, außerhalb ihres eigenen Verantwortungsbereichs. Ein schönes Schlusswort. Herr Färber, herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Gerne, Herr Lange. Viel Erfolg. Danke, ciao.